Das Schöne jetzt an dieser Präsentation ist, sie ist öffentlich, man muss nicht weiter etwas beachten. Wir haben letzte Woche, ich glaube, das zweite Re-Audit von unserer Unternehmung. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch das Re-Audit wieder werden bestehen und die Zertifizierung auch dürfen behalten. Zum Ablauf vom heutigen Vortrag begrüße ich, stecken wir eigentlich schon mit drin. Ich würde dann ganz kurz für die, die uns noch nicht kennen, ein paar Worte über Tymfonica verlieren. Ich würde dann Cohesity als Unternehmung vorstellen, Cohesity als Produkt vorstellen und dann vor allem darauf eingehen, was man mit so einer Cohesity alles machen kann. Weil Cohesity ist eine sehr vielseitige Applikation, die verschiedenste Möglichkeiten bietet, dass man damit machen kann. Tymfonica im Überblick, wir sind ein Schweizer Informatikunternehmen. Wir sind seit 30 Jahren am Markt tätig in der Schweiz, sind ein IT-Systemintegrator und Cloud-Anbieter, bieten verschiedenste Lösungen an, haben drei Standorte, Hauptsitz ist in Baar, dann haben wir ein Büro in Zürich, das ist da, wo ich mich jetzt gerade befinde und auch meinen Arbeitsplatz habe. Und dann haben wir noch ein Büro in der Romandie. Wir betreuen gesamthaft um die 350 Enterprise-Kunden in der Schweiz. Die Enterprise-Kunden befinden sich in verschiedensten Segmenten. Das ist also nicht irgendwie, dass wir spezialisiert sind. Wir haben Banken, Versicherungen, Krankenkassen, Universitäten, Produktionsbetriebe, bunt gemischt und in allen Feldern sind wir eigentlich aktiv. Wir haben Partnerschaften zu verschiedensten führenden Herstellern in der Technologie und sind selber eingemietet in zwei Rechenzentren, da im grossen Raum Zürich. Das eine ist bei der Colt und das andere ist bei der Interaction, wo wir auch für gewisse Dienste unsere eigene Infrastruktur betreiben. Das machen wir nämlich. Wir verkaufen Lösungen. Zu diesen Lösungen bieten wir auch Managed Services an, wo wir den Kunden eigentlich unterstützen im Betrieb von dieser Lösung, die wir ihm liefern. Die Einheit bildet dann auch einen entsprechenden Mehrwert für den Kunden. Er kann auf unser Wissen und Know-how zurückgreifen. Tätig sind wir primär im Datacenter-Umfeld. Wir haben Netzwerklösungen, Server- und Speicherlösungen, primär von Huawei, auch von Dell zum Beispiel. Dann eine Kernkompetenz von uns, und wegen dem sind wir heute da, ist Data Protection. Wir haben gesamthaft 5 von den 7 führenden Produkten im Gartner Magic Quadrant in unserem Portfolio und auch entsprechende Experten in der Unternehmung, die sich mit diesem Produkt sehr vertieft auskennen. Und dann eben die bereits erwähnten Managed Services, wo wir On-Premises bei Kunden, as a Service für Kunden oder auch als Cloud-Service eigentlich Infrastruktur für Kunden betreiben. Mit der Cohesity selber haben wir bereits den einen oder anderen Kunden gewinnen können. Wir sind sehr stolz auch auf unsere Cohesity-Kunden. Roche und Credit Suisse sind da jetzt ausgeraut, weil das sind eigentlich nicht unsere Kunden, die sind so gross, da ist man über einen OEM-Partner direkt gegangen. Die restlichen Logos sind wirklich auch über uns gekommen. Und wenn man da schon sieht, Partners Group ist eine Bank, Franke produziert Kaffeemaschinen, Kuchen und so weiter. Der Suisa ist der rechte Verwalter von Musik in der Schweiz. Die Uni Lausanne ist eine Universität. Swiss Aviation Software programmiert Software für die Swiss, Teil vom Lufthansa. Konglomerat und Sensirion produziert Sensoren. Wir sind der erste Partner von der Cohesity in der Schweiz mit der Infonica gewesen. Wir sind auch jetzt der erste Preferred Partner von der Cohesity in der Schweiz. Da haben wir letzte Woche so eine schöne Plakette bekommen, die das auch öffentlich bestätigt. Und mit diesen Kunden arbeiten wir sehr eng zusammen. Wir sind natürlich ständig dran, das Ganze auch auszubauen. Ja. Cohesity als Unternehmung ist auch ein sehr junges Unternehmen. Gegründet wurde Cohesity 2013. Durch den Mohit Aaron. Der Mohit Aaron hat vorher, bevor er Cohesity gegründet hat, ist er einer von den Lead-Entwickler vom Google-File-System. Hat dann Nutanix mitgegründet, ist eigentlich der technische Vater von der Nutanix. Der Hauptsitz von der Cohesity ist in San Jose in Kalifornien.
Das Team umfasst erfahrene Mitarbeiter von eben zum Beispiel Nutanix, von Google, von VMware, Dell EMC, NetApp, Veritas und gemischt. Eben für so ein verhältnismäßiges junges Unternehmen, 2013 gegründet, ist Cohesity dieses Jahr bereits als eines der führenden Produkte im Gartner Magic Quadrant für Data Center Backup und Recovery Solutions auftaucht. Das ist jetzt die letzte Auszeichnung im Forrester Wave Report. Ist Cohesity sehr weit vorne positioniert. CNBC Disruptor 2019 hat man den Status mögen holen. Und wenn man die Cohesity dann anschaut, sieht man oder kann man den Hintergrund von Mohit Aaron, was er vorher gemacht hat, sehr stark spüren. Das Google File System und Nutanix, die Ideen und Konzepte, die dort dann eigentlich vorhanden sind, die mit eingeflossen sind, haben Cohesity massiv beeinflusst, haben sehr stark das Produkt auch geprägt. Das Google-File-System, wie es aufgebaut ist und wie es skaliert. Nutanix als eines der ersten wirklichen Hyper-Converged-Produkte. Cohesity ist auch ein Hyper-Converged-Produkt, hat einfach ein breiteres Spektrum, als Nutanix abdeckt oder abdeckt hat. Und wenn wir jetzt bei dem Google-File-System sind, der Google-Ansatz, wie Google eigentlich seine Daten verwaltet, der ist einigermaßen wichtig, um dann auch Cohesity zu verstehen. Google hat seine komplette Infrastruktur eigentlich auf 3 Schichten aufgebaut. Zu unterstunden haben sie ein patentiertes, nur intern im Einsatz stehendes Dateisystem. Sie konsolidieren dort alle Daten, wo irgendwie anfallen, egal ob gross oder klein oder wie auch immer, ist natürlich nicht ein globales Dateisystem, es ist unterteilt in Bereiche, aber die sind alle miteinander verbunden. Oben drüber kommt eine Verwaltungsschicht, die hat noch niemand außerhalb von Google meines Wissens Gesicht bekommen, aber sie haben die Möglichkeit, es existiert die Möglichkeit, um das Dateisystem zu verwalten. Und dann oben drauf kommt der Teil, den auch wir als allfällige Google-Benutzer kennen. Wir haben die Applikationen, wir haben Gmail, wir haben Google Maps, wir haben YouTube mit den Videos, Google Drive, was auch immer. Und den Aufbau, den werden wir jetzt bald in einer ähnlichen Konstellation noch mal sehen. Ein Problem, das Mohit Aaron in vielen Firmen identifiziert hat, ist die sogenannte Datenfragmentation. Wir haben Rechenzentren am Hauptsitz, da haben wir einen zweiten Standort, den wir anreplizieren. Da haben wir irgendwelche Remote-Büros, Robos, wo in der Unternehmung gearbeitet wird, wo auch Daten anfallen. Es gibt Clouds, je nachdem geht man richtig AWS oder Azure oder GCP. Man nutzt Cloud-Dienste wie Microsoft 365 oder auch Google App Suite. Und die verschiedenen Anwendungen und Anwendungsfälle führen dazu, dass man für das eigentlich ganz viele verschiedene Produkte auch dann irgendwann im Unternehmen hat. Am Hauptsitz sichert man mit Veritas Net-Backup, weil man grosse Datenmengen hat, während man in den Remote- und Branch-Offices mit einem Veeam eigentlich einfach ein Backup macht und die Daten dann irgendwie in den Hauptsitz überbringt. Wir haben verschiedene grosse Speicherlösungen, verschiedene Server, je nachdem verschiedene Medien, weil wir noch Medienbruch machen und auf Tape rausgehen. Wenn wir Cloud rauswählen, haben wir einen Cloud-Gateway, wo man noch zusätzlich muss betreiben, überwachen und warten, wo dann sicherstellt, dass die Daten auch in die Cloud rausgehen. So sind verschiedene Silos entstanden in der Unternehmung. Überall für sich existiert eine Lösung und man hat im Endeffekt überhaupt keinen Überblick, was in der Unternehmung alles passiert, was vorhanden ist, was gesichert wird auch. Die Administration von dem Ganzen ist mehr als komplex. Der Administrator muss mehrere Produkte kennen, muss mehrere Use Cases können nachvollziehen und unterstützen. Und die Anforderungen in dem Moment sind gross, sind nicht wenig. Und es geht auch einfacher. Genau im Backup, wo auch die grössten Datenmengen in der Unternehmung anfallen, weil der Eisberg, den man gerne führen nimmt, und ich jetzt nicht unbedingt ein grosser Fan davon bin, der aber durchaus seine Berechtigung hat. Produktivdaten sind der kleinste Teil, das Backup ist viel grösser. Und um dort den Überblick zu behalten,
Mit so einer Umgebung ist das natürlich nicht so einfach. Und der Ansatz von einer Cohesity ist jetzt eigentlich recht einfach. Cohesity hilft, Ordnung zu schaffen, indem all die verschiedenen Workloads und Anwendungsszenarien auf eine Plattform vereint werden. Der iPhone-Vergleich bietet sich da ein bisschen an. Früher, ich mag mich erinnern, ich hatte ein Nokia 3210 gehabt, zum SMS schreiben und telefonieren. Ich habe einen Discman mit mir rumgetragen, der hoffentlich beim Laufen nicht die ganze Zeit ausgesetzt hat. Wenn ich an einem Konzert bin, habe ich eine Digitalkamera mitgetragen. Ich habe, wenn ich beigezählt habe, eine Taschenlampe und einen Kompass dabei gehabt. Und da ist das iPhone gekommen. Und das iPhone hat das alles in ein Gerät gebracht. Egal welches Smartphone mittlerweile, wir haben das alles in einem rein. Und der Cohesity bringt eigentlich den gleichen Ansatz wie das iPhone in die IT, in die Datenverwaltung hier. Statt mehrere Plattformen für einzelne Use Cases kann man eigentlich all die Use Cases mit einer Plattform abdecken. Sowohl on-premises, das ist da jetzt links im Rechenzentrum gezeigt, als auch in der Cloud, das wäre jetzt da rechts zu sehen. Was man muss erwähnen, einfach der Vollständigkeit halber, es geht da primär um nicht Latenz angewiesene Anwendungen. Also ein ESX-Host, wo halt ein millisekundenschnellen Speicher braucht, den können wir mit einer Cohesity nicht abdecken. Aber alles, was nicht angewiesen ist, dass man mit tiefsten Latenzen kann arbeiten kann, die Workloads kann man auf einer Cohesity eigentlich zusammenbringen. Und jetzt der Aufbau von der Cohesity, und da wird es eben wieder spannend in Richtung Google. Cohesity hat auch einen mehrschichtigen Aufbau. Zuunterst ist eine Datenplattform, die basiert auf einem patentierten Filesystem namens BeneFS. Das ist von der Cohesity selber entwickelt worden. Ist eine Software. Unter der Software haben wir Hardware. Da gibt es verschiedene. Das ist jetzt hier da dargestellt in diesen braune Blöcke rein. Es gibt von Cohesity eigene Hardware, so Whitebox-Hardware, die im Auftrag von Drittherstellern produziert wird. Dann hat man verschiedene OEM-Partner wie ein Cisco, ein HP, ein Dell. Jetzt neu dazugekommen ist auch Fujitsu. Da gibt es zertifizierte Hardware-Konfigurationen und auf diesen Hardware-Konfigurationen kann man eine Cohesity betreiben. Das BeneFS selber ist ein sehr modernes Dateisystem, hat viel moderne Ansätze drin, es ist ein deduplizierendes Dateisystem, es hat eingebaute Kompression, bringt es gerade mit, es hat verschiedenste Schnittstellen für all die Workloads, die daherkommen. Und die Plattform an und für sich ist hyperconverged, wie eben ein Nutanix zum Beispiel auch schon ist, das heisst, man wächst eigentlich in Knoten, jede Knoten bringt wieder zusätzliche CPU-Power, zusätzliches Memory und zusätzlichen Speicher mit und man kann entsprechend wachsen, so viel wie man will. Der andere Vorteil ist, dass man mit dieser Plattform auch die Hardware-Renewals, einfach die neuen Knoten, kann in Cluster einbinden und dann die alten Nadis noch rausnehmen, hat eigentlich einen unterbruchsfreien Upgrade-Prozess. Auf die Plattform oben drauf kommt die Verwaltungsoberfläche. Die heisst Helios bei der Cohesity. Helios ist eine SaaS-Plattform, wo einem ermöglicht, verteilte Cohesity-Installationen an einem Ort zu verwalten. Man muss also nicht dort hin verbinden, zum Data-Backup zu überwachen. Und dann ist das zweite Data-Center connected auf eine zweite Instanz, um zu schauen, ob die Replikation auch sauber angekommen ist. Sondern man hat wirklich eine Cloud-basierte Lösung, die einem ein Fenster bietet, wo man gerade alles sieht. Einer von diesen Kunden, wo wir das Logo vorher gezeigt haben, die haben weltweit knapp über 20 Cohesity-Installationen am Laufen, verteilt über 3 Kontinente. Und die können natürlich jetzt im Helios all ihre 22 Cohesity-Cluster auf einen Blick erfassen, sehen gerade, wenn irgendwo Handlungsbedarf würde bestehen, weil etwas nicht funktioniert hat. Und haben so eigentlich immer den Überblick, ohne viel Arbeit müssen zu betreiben. Und dann, und das ist ein Alleinstellungsmerkmal von der Cohesity, das bietet so nicht viel oder kein anderes Backup-Produkt, ist die Möglichkeit, zum Apps können ausführen oben drauf. Das ist der Cohesity Marketplace, ist vergleichbar mit dem App Store auf dem iPhone, mit dem Google Play Store auf dem Android-Smartphone. Cohesity hat Kubernetes integriert.
eine Container-Engine, wo man auf der Backup-Infrastruktur kann verschiedene Anwendungen ausführen. Man geht mit dem Computer zu den Daten ein Stück weit. Ich vergleiche das gerne vor, ja, es ist doch ein Moment her, hat eine Kantonalbank mal eine Werbekampagne gemacht, wir lassen ihr Geld für sie arbeiten. Es war zu einer Zeit, wo es auch noch Zinsen gegeben hat auf Gelder bei den Banken. Dort ist es darum gegangen, das Geld liegt nicht nur auf dem Konto, sondern durch den Zins sollte es ja auch mehr werden. Da ist es ähnlich, die Daten liegen nicht nur rum, sondern man kann mit diesen Backup-Daten auch wirklich etwas machen. Und sie sind nicht passiv bis zu dem Moment, wo ein Restore notwendig ist. So, mit diesen drei Schichten können wir jetzt ganz viele verschiedene Use Cases eigentlich abdecken. Der erste Use Case und eigentlich auch der klassische, der, wo so ziemlich bei jedem Kunden, wo wir jetzt eine Cohesity eingebracht haben, auch den Anfang eigentlich gebildet hat, ist Backup. Wir können Data Protection durchführen. Das ist jetzt die alte Umgebung, eine Legacy-Umgebung. Wir haben virtuelle Maschinen, wir haben physikalische Server, wir haben Datenbanken, wir haben ein NAS und dann haben wir eine Backup-Umgebung mit Master-Server, mit Media-Server. Die haben irgendeinen Storage dran, schreibt auf eine Tape-Library raus von der VTL und dann haben wir noch einen Cloud-Gateway, weil wir Daten auch nach AWS Deep Glacier archivieren wollen. Mit einer Cohesity setzen wir das alles zusammen. Sogenannte Data Protection-Komponenten von der Cohesity. Dadurch, dass wir hyperconverged sind, jeder Knoten hat seine eigenen Netzwerkinterfaces. Wir können den Ingest verteilen auf Anzahl Knoten, die wir im Cluster zur Verfügung haben, skalieren dort auch wieder über die Anzahl Knoten. Der sogenannte Instant Mass Restore ist dann in die andere Richtung. Dort haben wir auch wieder die Möglichkeit, eine Vielzahl von virtuellen Maschinen gleichzeitig zu restoren. Es ist nicht so, dass ein Restore schnell geht, der zweite braucht schon oder bremst die Performance schon aus und ab 5 Restores und parallel laufen, geht ein Performance zusammen auf dem Backup-System, sondern mit der Cohesity, die ist wirklich so aufgebaut, auch vom Dateisystem darunter her, dass man 50, 100 virtuelle Maschinen parallel kann restoren, ohne grosse Performance-Verluste. Bereits erwähnt, ist skalierende Plattform. Man muss nie mehr migrieren, man hat keine Forklifts. Wenn der Hardware-Refresh ansteht, nimmt man die neue Hardware, erweitert den Cluster und nimmt dann die alt Hardware nach dies noch wieder raus. Es hat Software-Worm-Option. Man kann Daten also ähnlich wie auf dem Tape mit Worm schützen, sodass die wirklich nicht veränderbar oder löschbar sind bis zum gesetzten Ablaufdatum. Ist natürlich jetzt in der heutigen Zeit mit dem Thema Ransomware sicher sehr ein zentrales Thema. Grundsätzlich ist jeder Backup-Snapshot, der in eine Cohesity einkommt, read-only, das heisst, veränderbar ist er sowieso nicht. Der Worm-Teil ist eigentlich eine Zusatzfunktion, dass man verhindert, dass die Daten gelöscht werden können, bevor sie ablaufen dürfen. Geht schon fast in Richtung Archivierung auch. Ist extrem cool gelöst. Es gibt eine spezielle Benutzerrolle, wo man dann einen speziellen Benutzer muss aktivieren muss. Und das ist der einzige, der die Möglichkeit hat, zum die Einstellungen zu verändern. Und die Kunden bei uns, die das Geschichte gemacht haben, das ist ein lokaler Benutzer, der es nur auf der Cohesity gibt. Er hat das Passwort, das ist irgendwie 64 Zeichen lang. Das Passwort ist ausgedruckt auf einem Blatt Papier und im Safe versorgt, sodass wirklich eigentlich der User nicht kann verwendet werden kann, außer zu brauchen, aus gutem Grund. Und das ist eine sehr sichere Lösung in diesem Moment. Durch das Dateisystem unten dran haben wir globale Deduplizierung und Kompression über alle Workloads, wo wir können sichern, eben virtuell physikalische Datenbanken NAS. Also Cohesity integriert sich in verschiedenste Hypervisor von VMware, Microsoft, Red Hat, Nutanix. Es gibt eine für physikalische Server, sowohl für Windows als auch für Linux. Der Agent kann auch gebraucht werden für Datenbanken MS SQL, Oracle. Jetzt neu gibt es noch NoSQL-Support mit sicher Cassandra ist jetzt neu draussen. NAS gibt es zum Beispiel eine Easy-Loan-Integration.
Und für Blockspeicher gibt es Möglichkeit, um sich direkt in eine Pure Storage Flash Array und, wenn ich mich recht erinnere, HP Nimble einzuklinken. Jürg, korrigiere mich, wenn das jetzt falsch gewesen wäre. Das ist gut, ja. Nimble und Pure. Es ist Nimble, gut. Und so hat man eigentlich die Möglichkeit, zum alles, was irgendwie existiert, auch auf die eine Plattform zu sichern. So fangen unsere Kunden an. Wir kommen da, machen das Backup. Sie sind sehr zufrieden. Es geht schnell. Es ist einfach in der Bedienung. Und sie haben einen Überblick, um das Ganze auch zu sehen. Die Backups werden auch indexiert. Das ist jetzt hier auf der Folie nicht sichtbar. Man hat eine Google-ähnliche Suche, die einem ermöglicht, alle Daten, die irgendwie in dem Backup landen, auch wieder zu finden. Man kann nachher einen Dateinamen suchen und unabhängig davon, ob das jetzt von einem virtuellen Server, von einem physikalischen Server oder von einem NAS gesichert worden ist, wenn man weiß, wie die Datei geheißen hat und sie im Backup vorhanden ist, wird sie gefunden und man kann sie so auch entsprechend recoveren. Zweiter Use Case, und das ist dort, wo im Moment auch viel, sage jetzt, Funktionserweiterung betrieben wird, ist File- und Objektspeicher. Auch da ist das in die Plattform integriert. Man braucht keine NAS, keine separate NAS-Installationen mehr oder irgendeine Cloudien oder was auch immer, sondern man kann direkt auf der Cohesity File-Shares zur Verfügung stellen, sei das mit NFS oder SMB-Ziffs. Man kann S3-Buckets anbieten und auch da hindurch globale Deduplizierung und Kompression. Es wird abgeglichen auch mit den Backup-Daten. Und so spart man natürlich wieder Platz. Die Suche greift auch da, wenn man es NAS drauf hat und nebenan über die virtuelle Maschine Backup hat. Man kann eine Datei suchen, sie wird gefunden. Und auch cool ist das automatisierte Tiering mit iCloud raus oder aus der Cloud zurück. Das nennt sich Cloud-Tier, wo man anhand vom Alter der Daten, je kälter das sie werden, kann man sagen, ab einem gewissen Zeitpunkt werden die iCloud rausgeschrieben. Wenn die Datei, ist aber völlig transparent, wenn die Datei gebraucht wird, kann der Benutzer die zugreifen, als wäre die egal wo. Sie wird aus der Cloud zurückgeholt und bleibt dann wieder lokal vor Ort vorhanden, bis sie wieder genug kalt ist, dass sie wieder in die Cloud rausgeschrieben wird. Genau. Cloud ist ein gutes Stichwort. Ich habe da den englischen Titel Cloud Native Law. Einfach weil native Cloud-Integration oder was auch immer ein bisschen viel Platz gebraucht hat. Cohesity ist von Grund auf voll kompatibel mit egal welchen Clouds. Es ist fest eingebaut in die Software. Man kann on-premises das Ganze haben, indem man irgendwo einen eigenen S3-Speicher noch hat. Man kann in die Cloud raus, man hat AWS-Support, Azure-Support, GCP-Support. GCP ist Google Cloud Project. Man kann auch irgendeinen x-beliebigen S3-Speicher nehmen. Also man kann zum Beispiel auch zu uns, zu der Infonica, über S3-Daten archivieren. Die kommen da. Man kann auch verschiedene Cloud-Dienste sichern, sei es das Microsoft 365, sei es das Salesforce. Das wird vollumfänglich unterstützt und man kann ein Backup von seinen Cloud-Daten in eine Cohesity machen. Wir haben die Möglichkeit von automatisierten Disaster Recovery, Failover und Migrationen zu der Cloud oder von der Cloud. Das zum Beispiel Cloud Spin ist eine Funktion, wo man ein Backup von einer virtuellen Maschine machen kann. Und im Anschluss als Backup eine Kopie von dieser virtuellen Maschine im abgefahrenen Zustand bei AWS bereitstellen, dass man im Fall der Fälle, wenn es dann brennt, die Maschine nativ extrem schnell in die Cloud rauffahren und wieder verfügbar hat. Cohesity kann komplett in der Cloud betrieben werden. Das heisst, man kann also ohne On-Prem-Infrastruktur Backup machen. Man kann Cohesity als clustertes System sowohl bei AWS als auch bei Google als auch bei Azure ausführen. Man hat dort auch die Skalierbarkeit getestet. Das war, glaube ich, im Azure gewesen, und man hat 256 Knoten in ein Cluster gebunden und hat keine
Limitationen in dem Sinn festgestellt. Das Coole, wenn man in die Cloud rausgeht oder in die Cloud raus schafft mit der Cohesity, die eingebaute Duplizierung, die wir haben im Dateisystem, greift natürlich auch in die Cloud raus. Das heisst, wenn wir Daten in die Cloud raus archivieren, werden die durch Cohesity dedupliziert, bevor sie rausgeschrieben werden. Das spart uns natürlich Speicher. Wenn man in der Cloud raus, im Azure zum Beispiel, Cohesity betreiben für Microsoft 365 Backups, dann werden die Mailbox-Daten auch dedupliziert, bevor sie abgeschrieben werden, was natürlich die nicht unwesentlichen Kosten von so einem Cloud-Storage in dieser Form überschaubar behalten, hoffentlich. Und auch lässig ist, die Lizenzen, die man mit der Cohesity braucht, die sind portabel, sei es jetzt on-prem, sei es jetzt in der Cloud, das kommt überhaupt nicht darauf an, man hat eine Lizenz. Und ob das Terabyte jetzt on-prem oder in der Cloud außen beansprucht wird, ist irrelevant. Lizenz ist Lizenz. Dann haben wir Dev und Test. Da geht es darum, dass man zu Testzwecken oder auch zu Entwicklungszwecken könnt Daten bereitstellen für den Entwickler oder auch für die Sysadmins, ohne dass man für das grosse Produktionsressourcen muss beanspruchen. Der Fall, den ich gerne eigentlich für das führen nehme, ist zum Beispiel der Patch Tuesday. Anstatt dass man einen Testserver irgendwo unterhaltet, wo man die Patches dann einspielt, kann man auf der Cohesity einen Klon vom System Stand Backup letzte Nacht auffahren und dort die Patches einspielen. Gesetzt der Fall, man hat kein Problem, hat man das Wissen, man kann den Patch also auch in der produktiven Umgebung einspielen. Man kann zum Beispiel auch jetzt genau im Datenbankumfeld der DBA die Möglichkeit geben, dass sie sich Klon von Datenbank-Backups holen, um irgendwelche Sachen zu testen. Was dort extrem cool ist, man kann auch gerade eine gewisse Datenmaskierung durchführen, wenn man jetzt eine Personaldatenbank hat mit AHV-Nummern drin, sage ich jetzt mal, dann kann man so einen Testklon so bereitstellen, dass die AHV-Nummer aus Sternchen besteht und man so quasi Daten, Sicherheit, den Datenschutz kann gewährleisten in dem Moment. Genau, das sind so das, was wir haben. Dann kommen wir eben zu der Verwaltungsoberfläche, die bereits erwähnt worden ist, verteilte Infrastruktur an einem Ort verwalten. Da haben wir dann sogar die Möglichkeit, die globale Suche noch globaler zu machen, weil wir suchen dann nicht nur auf einer Cohesity-Instanz, sondern alle Cohesity-Instanzen sind durchsuchbar. Das heisst, wir müssen nicht mehr wissen, in welchem Standort dass die Daten gewesen sind. Wenn wir den Filenamen haben, können wir ihn überall Standorte suchen. Die Hardware, die Infrastruktur, Sicherungsjobs, es können in Echtzeit überwacht werden. Man hat Reporting-Möglichkeiten, auch wieder halt über die gesamte Infrastruktur und nicht nur über den einzelnen Standort. Man hat eine Machine Learning unterstützte proaktive Alarmierung. Jeder Cohesity-Cluster, der als Helios angebunden ist, lädt Metadaten ins Helios. Dann hat Cohesity einen nicht kleinen Data Lake, wo sie auswerten können. Und wenn man jetzt eine Konfiguration in seiner Umgebung hat, die in den letzten zwei Wochen bei 5 anderen Kunden ein Problem bekommen hat, aus irgendeinem Grund, dann nachher wird das anhand von Machine Learning erkannt und es geht ein Ticket auf, hey, pass auf, bitte gang das go anpassen, weil sonst kann es sein, dass bei dir das gleich passiert, wie bei einem anderen Kunden schon passiert ist. Ohne, dass man eigentlich selber etwas muss machen und so wird natürlich verhindert, dass das Problem überhaupt auftritt. Das andere ist, das Machine Learning wird auch genutzt, um zum Beispiel eine Ransomware-Attacke zu erkennen. Ich sage zu erkennen, es ist nicht so, dass die Sicherungen selber irgendwie gescannt würden werden vom Helios oder von der Cohesity. Es ist vielmehr so, wenn man jetzt ein System hat, wo das tägliche Backup 500 MB ist, weil darauf nicht viel passiert. Und dann ist nicht Patch Tuesday gewesen, aber das Backup ist plötzlich 20 GB. Dann noch geht das rotes Lämpchen an, dass man das untersuchen kann, weil das ist so das Klassische, was eigentlich passiert. Ransomware verschlüsselt, der nächste Sicherungsjob findet nur neue Daten. Cohesity selber kennt die Daten auch nicht mehr, die sind nicht deduplizierbar, die sind einmalig in dem Moment durch die Verschlüsselung. Und dann geht ein Alarm los und man hat die Möglichkeit, um so allenfalls so eine Attacke schneller zu erkennen, als wenn man das nicht hätte.
Es ist aber so, wie bereits gesagt, es ist nicht in dem Sinne Antivirenüberwachung von der Infrastruktur. Also es ist eine zusätzliche Schutzschicht, aber es ersetzt eigentlich nicht den Einsatz von anderen Mitteln, um so etwas noch zu verhindern. Globale Zugriff und Kontrolle über die Infrastruktur ist in meinen Augen eigentlich selbsterklärend. Die Administratoren können von egal wo darauf zugreifen. Es ist jetzt sogar so, ich persönlich der Meinung, in Europa wird sich das nicht so durchsetzen wie auf anderen Kontinenten. Es gibt jetzt für Helios eine Android-App. Man kann also sogar von seinem Smartphone aus seine Infrastruktur überwachen, wer das will. Ich habe also bei mir selber noch nicht drauf da, weil irgendwo, ja, aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, das wird sich auf dem europäischen Kontinent nicht so durchsetzen wie an anderen Orten. Dann App-Schicht oben drauf. Wir nehmen den Computer und gehen mit dem zu den Daten. Wir brauchen keine neuen Silos. Wir haben jetzt hier ein Beispiel von diesen Apps, ist zum Beispiel Splunk. In anderen Umgebungen, wo man einen separaten Splunk-Server betreibt, die Daten dort einholen und dann die Auswertungen so fahren. Mit der Cohesity haben wir die Möglichkeit, um das gerade wieder auf den bereits vorhandenen Daten zu machen. Wir müssen es nicht verdoppeln in dem Sinn. Eben, man kann generell mehr mit den Daten machen. Compliance Reports rausholen, man hat Discovery-Möglichkeiten, man hat Cybersecurity, eben genau, Stichwort Ransomware wieder. Insights ist eine Applikation zum Analysieren von den Daten, die man hat, zum Reports generieren, Zugriffspatterns, Datentypen, bis zu Scans, ob ich sage jetzt, vertrauliche Informationen in diesen Daten könnten vorhanden sein. Ist extrem vielseitig. Ich habe jetzt da zwei Beispiele rausgenommen von Apps. Die eine App ist Cyberscan. Cyberscan ist nicht in dem Sinne ein Antivirus. Mich erinnert es an eine Applikation, die ich in einem früheren Leben, wo ich noch Windows Server administriert habe, unter dem Namen Schaflik gebraucht habe. Man geht hin und statt das Produktivsystem müssen untersuchen, wird einfach der Backup-Snapshot von der letzten Nacht untersucht, und zwar auf mögliche Schwachstellen, fehlende Patches. Habt irgendwo ein CVE, wie zum Beispiel jetzt Zero Logon, Windows Server. Ich hoffe, es haben alle gepatcht. Wenn nicht, können wir anhand vom Cyberscan einen Report generieren, welcher Server hat den Patch noch nicht drin und den möglichst schnell noch patchen. Dann hat man eingebautes Reporting, kann sich die Auswertung anzeigen lassen. Und das ist jetzt eben genau so etwas, das wird in einem Container ausgeführt und ja, beansprucht produktiv Umgebung in dem Moment nicht. Die zweite Applikation, die jetzt im Grunde genommen nicht ganz so, ich sage jetzt, rechenintensiv ist, außer sie wird dann gebraucht, ist Runbook. Runbook ist eine Applikation, um eine Art Pläne zu erstellen, was man jetzt macht, wenn ein gewisses Event eintritt. Also man hat mit dem Runbook die Möglichkeit zu sagen, wenn die Infrastruktur wegfällt, dann fahren wir dort zuerst meinen Datenbankserver rauf, warten für 2 Minuten, dann starten wir die Middleware, dann warten wir noch mal 2 Minuten, dass das alles super oben ist. Und im letzten Schritt starten wir dann die Frontend-Applikation, dass die Benutzer wieder Zugriff darauf haben. Und mit dem Runbook kann man das nicht nur On-Prem machen, man kann auch gerade mit der Cloud, mit AWS das Ganze verbinden. Cloud-Spin ist gerade mit drin, dass man virtuelle Maschinen, die man im Unternehmen gesichert hat, gerade in die Cloud kann hochfahren. Ja, das ist so die zweite Applikation, die ich so rausgepickt habe, um darauf einzugehen. Das wäre die verschiedenen Use Cases, die man mit der Cohesity machen kann. Ich erlaube mir zusammenzufassen, der Cohesity-Unterschied. Wir haben eine Plattform, die einfach skaliert. Sie ist sogenannt Webscale. Sie ist eine konsolidierte Plattform, sie ist Multi-Tenancy-fähig, wenn das irgendwo notwendig ist. Man kann mit verschiedenen Tenants arbeiten. Man hat Non-Disruptive Upgrades, man hat die Möglichkeit, zum völlig unterbruchsfrei sowohl die Software updaten als auch, wenn nötig, Hardware auszubauen. Der Software-Update-Prozess ist wirklich auch fast zu einfach, wenn ich das so sagen darf. Man gibt der Infrastruktur den Link auf das Update-Package, sagt Go, dann klingt sich der erste Knoten aus dem Cluster aus, installiert Software-Update, klingt sich wieder in Cluster ein, sagt ich bin retour.
Der nächste Knoten klingt sich aus, appliziert das Update. Und das passiert völlig transparent im Hintergrund, während Backups weiterlaufen, während Restores gefahren werden, während irgendwelche Auswertungen in einem Container laufen. Das ist also wirklich super gelöst. Und dadurch eben schneller Ingest, schneller Restore, dadurch, dass man eine Multiknoten-Plattform hat, die hyperconverged ist. Wir haben globale Effizienz, das Dateisystem dedupliziert mit variabler Blocklänge, hat eine höhere Effizienz. Der Trade-off ist, dass es ein bisschen mehr CPU braucht als eine fixed Blocklänge. Da kommt Hyperconverged wieder dazu. Man hat einfach auch die Möglichkeit, zum mehr CPU reinzubringen. Wir haben das komprimierendes Dateisystem und es ist nicht einfach RAID, sondern die Blöcke werden die Erasure Coding verteilt, nicht nur auf Disk, sondern auch auf Knoten. Man hat da die Möglichkeit zu sagen, wir wollen 2.1, 4.2, dass die Daten wirklich über 4 Knoten und 2 Disken zum Beispiel verteilt werden, was die Resilienz erhöht, dass man den Ausfall von einem Knoten in einem 4-Knoten-Cluster problemlos kann verträgen kann. Es kann sogar noch ein Disk in einem zweiten Knoten ausfallen und die Daten bleiben trotzdem verfügbar. Dann die globale Suche. Mehrfach erwähnt, eine Suche, man findet alles, egal wo, wenn es im System bekannt ist, dann ist es auffindbar. Der Instant Mass Restore, wo man wirklich grosse Mengen an virtuellen Maschinen parallel kann recoveren. Das hat auch damit zu tun, dass man jeden Snapshot, wo Cohesity als Backup drin hat, entspricht eigentlich einem Full, man muss nicht zusammensetzen, da habe ich die Blöcke, da habe ich die Blöcke, da habe ich die anderen Blöcke und am Schluss ist das Full-Image logisch zusammensetzen, um dann können recoveren. Jeder Backup-Snapshot, den man hat, entspricht einem Full, ist komplett vorhanden und kann instantan bereitgestellt werden zur Recovery. Dann eben Apps ausführen, habe ich jetzt glaube ich schon genug darüber geredet, werde jetzt nicht mehr zu tief rein eingehen. Und integrierte Cybersecurity, verschiedene Funktionalitäten, die heutzutage einfach notwendig sind. Weil ich glaube, die Frage ist nicht mehr, ob es einem trifft mit Ransomware oder so etwas, sondern wenn es einem trifft. Und Cohesity hat da von Grund auf eben mit dieser Warn-Funktionalität, mit dem separaten User und dem, dass die Snapshots grundsätzlich wieder only sind, schon sehr viel eigentlich integriert, wo mithelfen, um da jetzt den Super-GAU eigentlich zu vermeiden. Es ist auch so, Cohesity selber, die Backup-Daten sind nicht einfach zugreifbar. Es ist nicht so, dass man da irgendwie über einen Agent oder so, also über den Agent oder auch über einen NAS-Share, die Daten sind nicht auf, man schreibt nicht in einen NAS-Share ein, wo dann sichtbar ist, wo auch mountbar ist von jemandem mit bösartiger Absicht, sondern der Zugriff passiert immer auf einem Weg, dass das, wenn jetzt der Böfei Daten am Verschlüsseln ist, der kommt also nicht an Backup-Daten an, um die auch verschlüsseln. Das ist völlig losgelöst. Und ich habe da noch einen kleinen Foliensatz, eine kleine Folie, den bringe ich jetzt, glaube ich, noch drei. Das ist eben genau, wie Cohesity den Ransomware-Schutz macht. Ich habe es erwähnt, bei anderen Applikationen, je nachdem, sind Backup-Daten sogar zugreifbar. Und wenn so ein Ransomware-Event vorfällt und es ist jetzt nicht einfach ein Drive-by per E-Mail, wo dann halt irgendwie anfängt auf dem ersten Client verschlüsseln, dann dadurch, dass es ja fast ein Business ist, oder eben nicht fast, sondern es ist ein Business, ist es so, dass man natürlich auch probiert, zuerst mal Backups irgendwie unbrauchbar zu machen, bevor man produktiv Daten angreift, auf einem einfachen Fall, dann ist man gezwungen zum Zahlen, wenn etwas ist. Mit Cohesity ist das jetzt nicht ganz möglich. Wir haben da den bösen Hacker mal, der es irgendwie schafft, den Anwender zu infizieren. Über den Anwender gibt es Zugriff auf Produktionsressourcen. Hinten dran haben wir ein Backup-System. Die Produktion wird verschlüsselt. Und Cohesity hat einen dreistufigen Ansatz, der mithelfen sollte, dass das Ransomware eben nicht kann Schaden anrichten im Unternehmen. Nennen wir es so. Zuerst ist zu verhindern. Das Dateisystem ist unveränderbar. Mit dem Datalog haben wir die Warn-Funktionalität. Es gibt auch die Möglichkeit von einer Multifaktor-Authentisierung in der Umgebung. Der zweite Schritt ist das Entdecken. Wir haben das Helios, das Machine Learning basiert eine Analyse durchführt.
Veränderung von der Backup-Daten, aber auch Veränderung auf den unstrukturierten Daten, sprich wenn man jetzt einen File-Share über eine Cohesity anbietet, wo plötzlich zu 99% neue Daten hat, dann hat man wird das auch erkannt. Man hat eine automatisierte Alarmierung, Helios verschickt E-Mails, sagt, hey, Achtung, bitte pass auf, es ist im Fall möglich, dass da etwas passiert ist. Und wenn wir es nicht können verhindern, aber entdeckt haben, dann kommt es reagieren. Das Dateisystem ist so aufgebaut und skalierend, dass man Jahre von Backup-Kopien kann an einem Ort aufbewahren, wenn notwendig. Man findet das, was man verloren hat, wieder über die globale Suche und dank dem Instant Mass Restore hat man die Möglichkeit, um die Daten auch extrem schnell und performant wieder zurückzuholen. Und dann ist der Albtraum vielleicht doch nicht ganz so ein Albtraum, wie er hätte können sein. So, das wäre es eigentlich von meiner Seite gewesen. Ich bin der Meinung, zeitlich kann ich es ziemlich punktlandungsmässig einhalten. Wenn es jetzt noch Fragen gibt, wäre jetzt der passende Zeitpunkt, um die zu stellen. Oder, aber ich habe jetzt da meine Koordinaten auf die Folie da. Wir kommen natürlich gerne auch bei Ihnen vorbei und diskutieren die mögliche Implementierung von der Cohesity in Ihrem Unternehmen direkt, wenn das gewünscht ist. Okay. Es ist ruhig, ich interpretiere, dass das keine Fragen existieren. Ich sehe auch im Chat ist keine Frage auftaucht. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit, für die Zeit, dass wir hier teilnehmen an dieser Präsentation. Und der Herr Giottas wird die Folien noch verschicken. Wir haben das Meeting auch aufgezeichnet. Wenn das Video einigermaßen brauchbar ist, würden wir das auch gerade noch zur Verfügung stellen. Das kommen Sie alles noch über. Und ja, dann wünsche ich einen guten. Danke, gleichfalls. Macht es gut. Dankeschön. Gleichfalls, vielen Dank.